Nehmen wir zum Beispiel mal ein Phi von R ist gleich Phi von x, y, z. So habe ich jetzt nur mein R in diese Komponenten geschrieben. Und das wäre zum Beispiel ein x hoch 3 plus 4 Sinus y plus z Quadrat minus x z. So. Dann ist das eine Funktion, da kommt eine Zahl raus, die von drei Variablen abhängt. Das x kommt hier einmal vor, das y kommt da vor und das z kommt da und da vor. Ach nee, das x kommt da auch vor. So, jetzt, also das ist nur irgendwie ein fiktives Beispiel, so ein physikalisches Potenzial wird es wahrscheinlich nicht geben. Jetzt machen wir das, wir rechnen aus, Gradient Phi ist gleich, ich schreibe es nochmal hin, d Phi nach dx, d Phi nach dy und d Phi nach dz. Das ist unsere Rechenvorschrift. Wir nehmen die Funktion, leiten die nach x ab und in dem Moment halten wir das andere fest, als sei es eine Konstante. Also die Funktion, das geht jetzt bis da hinten hin, wir rechnen die erste Komponente aus. Hier, dieser Term hängt tatsächlich von x ab. Müssen wir also ableiten, ist 3x². Dieser Term hängt nicht von x ab. Der ist also eine Konstante bezüglich x und wenn ich eine Konstante ableite, kommt 0 raus. Also sozusagen das abgeleitet, ändert sich nicht als Funktion von x plus 0. Wenn ich z festhalte, ist das auch eine Konstante und das heißt, der Term liefert mir auch eine 0, aber das hängt hier wieder von x ab und z ist für mich jetzt wie eine Konstante. Konstante mal x abgeleitet gibt die Konstante selbst, gell? Wie c mal x abgeleitet gibt c. Also schreibe ich hier z hin. Das ist die x-Komponente dieses neuen Vektors. Jetzt muss ich nach y ableiten und jetzt halte ich das x fest wie eine Konstante. Dann ist x hoch 3 auch eine Konstante. Das heißt, hier ist der erste Term, die Ableitung nach y ist 0 plus. Das hängt aber jetzt von y natürlich ab. Der Sinus abgeleitet gibt den Cosinus, also 4 Cosinus y. Das hängt nicht von y ab, das hängt auch nicht von y ab, also plus 0, minus 0. Ich schreibe es nur mal hin, damit Sie jeden einzelnen Term zuordnen können. Und jetzt mache ich noch das Gleiche für die z-Koordinate. Das verhält sich wie eine Konstante und das auch. Also 0 plus 0, aber z² abgeleitet gibt 2z. Und das abgeleitet, jetzt ist das x wie eine Konstante, also sowas wie c mal z nach z abgeleitet gibt c oder x mal z nach z abgeleitet gibt ein x, also minus x. Klammer zu. Sind wir fertig? Also wir können es noch vereinfacht hinschreiben. Der Gradient von Phi ist also der Vektor 3x² minus z, 4 Cosinus y, 2z minus x. Das heißt, irgendwie partielle Ableitungen auszurechnen ist nicht komplizierter als normale Ableitungen auszurechnen. Man muss nur immer alle anderen Variablen festhalten und sich auf eine Variable konzentrieren.